Dumm die Dumm. Die Dumm. Dumm die Dumm. Natürlich kennt er sie, warum denn nicht? Na, steh doch nicht so da, was soll der Herr Kommissar von dir denken, wenn du so da stehst? Waren Sie gestern Abend hier, haben Sie Nina gesehen? Er hat sie nicht gesehen. Lassen Sie ihn das doch selber sagen. Hast du, Juri? Na, sehen Sie, Herr Kommissar, er hat nichts. Er hat keinen Fuß hier reingesetzt. Er weiß gar nichts. Sie ist ermordet, Juri. Mit dem Messer. Was willst du denn? Ich habe nur gesagt, mit dem Messer, das weiß er doch nicht. Oder weiß er? Nein, das... Das wusste ich nicht. Weiß es Marion schon? Marion. Wer ist denn Marion? Ihre Freundin, die beiden wohnen zusammen. Marion Hinze, auch hier beschäftigt. Das ist für mich. Weißt du, was der kriegt, der das gemacht hat? Lebenslänglich. Warte, Harry, ich schreib's auf hier. Ja, den Barbesitzer. Und seinen Bruder, wie heißt der? Juri. Dann den Pianisten Benitz, genannt Ben. Und den Kellner Sommer. Wenn Sie mich fragen, Chef, einer von den Vieren ist der Mörder. Und such die, wie heißt die, Hinze auf, ja. Die Kollegin, mit der die Nina, jetzt sag ich auch schon Nina, zusammen gewohnt hat. Ja, und ruf mich an, ne? Hier, das schickt dir die Rieber. Ja. Sag mal, machst du jetzt dein Büro hier auf? Was? Du bist immer noch krank. Na, hier möchte ich mir auch meine Wohnung leisten können. Hast du eben nicht den richtigen Beruf? Ja, wie man sieht, lebensgefährlich ist. Erster Schock. Oh, entschuldigen Sie, Fechter Hinze, ist das hier? Ja, aber da können Sie nicht reinnehmen. Wieso denn nicht? Da wollen Sie noch schlafen, der Dame, und arbeiten durch Nacht. Was wollen Sie denn? Kriminalpolizei. Das ist doch nicht möglich. Polizei, was ist das? Ja, ich hab schon verstanden. Ja, das ist entsetzlich. Sind Sie mir nachgefahren? Was haben Sie denn mit der Zeugin zu reden? Ich habe nur Bescheid gesagt. Thank you.
Mhm.